Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sengoku Dynasty. Und gleich vorab, ich wünsche euch ein fröhliches Weihnachtsfest. Heute ist nämlich Heiligabend, wenn ihr diese Folge sehen solltet, direkt zur Ausstrahlung. Ich wünsche euch eine schöne Zeit mit eurer Familie, dass ihr an die denkt, die leider nicht mehr unter uns sind, und die Zeit mit denen genießt, die noch da sind. Scheißt auf Geschenke, ganz ehrlich. Seid einfach froh, dass ihr noch eure Liebsten habt. Das ist das Wichtigste. Alles andere kommt und geht mit der Zeit. Dementsprechend wünsche ich euch ja schönen Heiligabend und schöne Weihnachtszeit. Ja, und in diesem Sinne sieht man auch hier schon, es schneit. Also wirklich passend. Passender geht's gar nicht. Wäre jetzt schön, wenn die Sonne aufgeht, aber wir sind ja jetzt mitten in der Nacht in dieser Folge. Dementsprechend passt das schon trotzdem. Ja, wir nehmen jetzt hier mal ein bisschen Stuff mit. Wir wollten ja in dieser Folge, also vorab, die Folge wird ein bisschen länger. Haben wir das so ein bisschen als Weihnachts-Special-Folge gedacht. Ich habe jetzt hier nichts Besonderes geplant, aber wird einfach eine doppelte Folge, sage ich mal. Einfach, damit ihr vielleicht ein bisschen was zu schauen habt. Wir wollen auf jeden Fall jetzt hier die Rüstungskammer hier bauen, um zu schauen, ob da sich was tut wegen Sicherheit. Da ist ja aktuell null. Dann wollte ich mal gucken, ob das denn dafür gedacht ist, aber ich denke mal schon. Frage ist nur, was muss ich denn dann als Werkzeug craften? Ich denke mal, diese Yari-Sperre werden da bestimmt schon reichen, oder? Wenn ich auch gleich hier bin, kann ich auch immer gleich mal gucken, ob hier irgendwo was drin ist. Ah, Mann. Das war jetzt nicht geplant. So, jetzt habe ich auch wieder vergessen, so wie immer, wie viele Bretter ich eigentlich brauche. Komm, wir nehmen einfach die hier. Lass uns die mal hier verarbeiten. Entrinneter Holzstamm vom Nadelbaum. Das können wir machen. Na komm, das können wir auch gleich mitmachen. So, er nimmt sich ja dann wahrscheinlich die Bretter nach Slot. Hoffe ich zumindest, dass er jetzt die vom hochwertigen Nadelbaum nimmt. Weil die verbrauchen wir eigentlich fast nie. Und das muss einfach weg. Ne, er nimmt sich natürlich irgendwas anderes vom Nadel. Ach, egal. Toll. Jetzt hat er sich die falschen genommen. Das ist doch eine Karte. Hä, das ist doch. Ja, egal. Ich baue das Ding. Und wenn das Ding gebaut ist, dann richte ich das auf jeden Fall ordentlich aus. Weil das ist ja Schwachsinn, wie das da steht. Das habe ich, glaube ich, aber auch nur so provisorisch hingestellt, damit ich weiß, dass ich das Ding noch bauen wollte. Okay, Stöcker brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Einige. Na, wenigstens können wir die Bretter hier verzimmern. So, Stöcke noch ein paar und vom Nadelbaum Bretter einige auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele. Ich nehme einfach 6 Stämme und mache die zu Brettern. Das sollte ausreichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Ah, ich hätte auch gleich Stöcker mitnehmen sollen. Ah, wie immer. Schusselig, wie ich bin. Ja, das wird dicke reichen. 36 Stück. So, Stöcke, Stöcke. Nur keine Stöcke hier, ne? Ach du Scheiße. Dann lass uns mal daraus welche herstellen. Wir wollen ja eh auch noch Bäume pflanzen. Und dafür brauchen wir ja Stöcke. Das wird cool. Wenn wir hier den ganzen Wald wieder beforsten. Weil das, guck mal, wie karg und licht das da aussieht, ey. Das ist ein richtig... Da zieht der kalte Wind dann auch noch hier rein. Der kalte Wind kommt ja so schon vom Wasser und dann auch von da oben, vom Berg runter. Eieiei. Die müssen hier ganz schön frieren, die Arme. Bin echt ein schlechter Bürgermeister. Falls ich überhaupt Bürgermeister bin, ich weiß ja gar nicht, was ich genau für eine Funktion hier habe. Außer, dass ich hier
zuständig bin für die Bauprojekte und die Koordination. So, ich hoffe, das war jetzt richtig ausgesprochen. Aber okay. Ach, hier haben wir noch gar nichts gemacht. Nicht mal Stöcke. Ah, da hatten wir aber keine mehr, deswegen. Stimmt. Alright. So, noch hier die paar Stöcke. Dann müsste gleich das Dach dran sein. Na, da brauchen wir noch 3 Stämme. Bretter haben wir genau ausreichend. Und 6 Steine müssen wir gleich noch finden. Das machen wir uns aber einfach. Da gehen wir jetzt nicht an unser Holzlager. Da fällen wir uns einfach hier vorne irgendeinen Baum. So, 6 Steine auf jeden Fall auf dem Weg auch noch. Gleich mit aufsammeln. Na, komm schon. Ja, das passt soweit. Ich wette, wir brauchen gleich für die Inneneinrichtung auch noch Steine. Ich kenne auch mein Glück. Aber auch so eigentlich ein paar Steine wären nicht schlecht fürs Lager. So, nehmen wir einfach jetzt hier den Baum hier. In der Zeit verarbeitet ja unser Fell zu Leder. Dann können wir uns auch in dieser Folge wahrscheinlich noch ein Werkzeug herstellen. Neues Werkzeug auf Reserve. Also Steine, an Steinen mangelt es uns hier eigentlich gar nicht, ne? Ich müsste die eigentlich nur alle mal aufsammeln. Das wäre auch auf jeden Fall eine Arbeit von einer halben Stunde. Auf jeden Fall. Achso, hier. Hier muss ich ja lang. So, und dann müssen wir das Ding gleich auf jeden Fall noch ordentlich ausrichten. Weil das geht ja mal gar nicht, wie das da steht und wo das hinguckt. Aber ich denke mal, sobald das Update mit den... Also wir brauchen 44 Pfeile. Oh weia. Ja, und 5 Bretter. Sobald das Update mit diesen Wege oder eigenen Pfaden hinzukommt, werden wir eh das ganze Dorf hier nochmal auf den Kopf stellen müssen. Damit das einfach hier ordentlicher aussieht. Das ist ja jetzt alles wirr. Ich habe mich ja nur so grob an den Wegen, die hier von den Trampelfaden entstanden sind, ein bisschen orientiert. Bin ja mal gespannt, wann das kommt. Ich bin auch gespannt, ob dies ja eigentlich noch ein Update kommt oder nicht. Ich bezweifle es irgendwie. Ja, vielleicht kurz vor Silvester. Aber eigentlich, na, ich glaube eher im Januar kommt dann das nächste Update. Ja, ich denke Januar. Also wenn dieses Jahr noch ein Update kommt, das wäre echt cool. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Aber wie gesagt, ich glaube es kaum. So, Pfeile. Was brauchen wir dafür? Also wir können da welche herstellen und für uns selber brauchen wir auch noch Pfeile. Na, lass mal schauen. Einfacher Pfeil. Ein Stock, ein Stein und eine Feder. Ein Stock, ein Stein, eine Feder. Okay. Dann sind wir eher abhängig davon, wie viele Federn wir in unserem Lager haben. Der Rest lässt sich ja leicht zusammenkratzen. So, 100, 200. 251 Federn haben wir. Okay. Wie viele Steine sind das jetzt hier? 100, 150, 175. Komm, wir machen 150. Das reicht ja auch dann. So, warte mal. 100, 150. Okay. Oh, Mist. Der Rest machen wir dann. Wir müssen jetzt auch noch 150 Stöcker zusammenkratzen. So, aus einem Stamm hat man
Wie viele Stöcke zusammengekriegt? 20, ne? Dann lass uns das wie folgt machen. 20, 40, 60, 80, 100. Ich habe hier noch 25. Ja, komm. So. Dann stellen wir aus denen hier die Stöcker her. Na, ja, 164, das passt. Dann stellen wir uns erstmal 150 Pfeile her. Alter, aber ich habe auch wirklich jetzt alle Steine, oder gut, fast alle Steine, die ich habe, dafür geopfert. Das heißt, auf jeden Fall Steine sammeln für mich angesagt offscreen, weil das will ich euch da auch nicht antun. Das braucht ihr jetzt nicht zu gucken. Auch das hier, da mache ich mal kurz Pause in der Zeit, wo wir jetzt hier die Pfeile herstellen. Bis gleich. So, 150 Pfeile haben wir jetzt hergestellt. Ein Pfeil dauert eine Sekunde. Also waren das fast 3 Minuten, 2,5 in etwa. Ich bin schlecht gerade im Rechnen. Ja, doch, 2,5 Minuten waren es. So, jetzt müssen wir jeden einzelnen Pfeil natürlich hier reinkloppen. Wie soll es auch anders sein? Aber zum Glück sind es ja nur noch 30, sag ich mal. Also passt das. Cool. Alter, man schafft hier nichts fertigzustellen, Alter, weil immer einem irgendwas passiert. So, was brauche ich für den Hammer? Also es wäre cool, wenn man irgendwie, was mir auch gerade eingefallen ist, also ich muss mir das wirklich alles aufschreiben, dass man sich irgendwie so ein, man kann ja später in der Papierfabrik, also beziehungsweise man kann eine Papierfabrik herstellen, wenn man sich da Zettel herstellen kann, wo man dann eigene Notizen sich aufschreibt, was man eigentlich alles noch machen will und vielleicht so ein Buch sich craften kann, wo dann die ganzen Rezepte stehen, damit man sich die Materialien immer gleich parat legen kann und nicht immer warten muss. Immer hinlaufen muss, um zu gucken, was man dann eigentlich dafür jetzt braucht an Ressourcen. Das wäre halt ganz cool. Also das muss ich mir auf jeden Fall alles aufschreiben, um das den Devs mal mitzuteilen, um zu schauen, ob das denn umsetzungsfähig ist, sage ich mal. So, Stahl haben wir. Dafür brauchen wir ein Stahl, ein Brett und ein Leder. Okay, ein Brett und ein Leder brauchen wir dafür. Dann gib mir mal ein Leder. Wobei, weißt du was? Wir stellen davon einfach gleich 5 Stück her. Wenn wir schon dabei sind, ne? So, und Dings müssen wir auch bald wieder herstellen. Stahl. Jetzt habe ich natürlich keine Bretter. Nehmen wir den guten Kollegen hier. Also ich plündere richtig mein Holzlager hier, obwohl ich das eigentlich für meine Dynastie selber brauche. Aber dann ist es halt so. Dann haben wir wenigstens ein paar Hammer jetzt auf Vorrat wieder. So, gleich 5 Stück. Danke. Einen gleich einstecken, den anderen mitnehmen und die anderen 3 einlagern. Genau so wird das gemacht. Wo war denn das Ding? Hier hinten, ne? Ja. So. Jetzt haben wir wieder 2 frische Hämmer, eigentlich mehr. Vielleicht haben wir auch noch Hämmer da und ich habe jetzt einfach unnötigerweise gecraftet. Aber egal. Lieber zu viel als zu wenig. Immer wichtig. So, das Ding ist fertig, ne? Zeig mal kurz in der Dynastie jetzt. Sicherheit, okay. Haben wir nichts. Können wir mit dem Ding jetzt hier interagieren? Mit dem Pfeilhalter nicht. Aber mit der Rüstungskammer. Dann machen wir mal unsere übrigen Pfeile da rein. Das sind jetzt 77, okay. Also Pfeile. Ein Pfeil bringt einen Punkt. So, was bringt der Yari? Kann ich doch selber. Ein Stamm und ein
Dein, okay. Ich will mal kurz gucken, was der denn eigentlich so bringt an Ressourcen. Oder wie viele Punkte für die Rüstungskammer. Das wäre jetzt wichtig zu wissen. Ach, wenn wir schon dabei sind, können wir das Ding auch gleich mal ausrichten. Gebäude verschieben, genau. So, das ist der Eingang. So. Hä, warum macht er das immer falsch rum? Das ist ja ganz komisch. Dann machen wir das so. Verstehe es nicht. Ja, dann machen wir das halt wirklich so, dass wir halt immer in die Richtung bauen, wo wir auch gucken. Mal anders macht das hier gerade keinen Sinn. So. So ist gut. So, ich wollte ja den Yari da reinmachen, den Yarak. So, von 77 hat sich das Ganze jetzt auf 85 geändert. Okay. Ist jetzt nicht so viel, ne? 8 Punkte in der Sicherheit. Ja, wir lassen erstmal Sicherheit auf niedrig. Der Rest muss ich. Ich muss mir das alles mal nochmal raussuchen, was, welche Materialien für was wichtig sind. Und dann muss ich da echt mal ein bisschen besser koordinieren. Aber okay. Was geht denn hier eigentlich ab? Haben wir genug Zeug da? Achso, das ist ja zum Herstellen nur. Okay. Einfache Tür. Nee, ich will gerade mal gucken, was man hier eigentlich noch so machen kann. Und was ist, wenn wir ein Messer... Wir haben ja im Allgemeinlager haben wir bestimmt auch noch irgendwie Selbstverteidigungszeug. Werkzeug. Nimm das mal mit. Ich mach's dann einfach wieder zurück. Aber jetzt würde ich es gerne erstmal mitnehmen, um zu schauen. Beziehungsweise könnte ich auch gucken, ob man auch Kleidung mitnehmen kann, ob das auch als Waffe zählt. Ich nehme von jedem nur eins mit. Einfach zu Testzwecken. So, was haben wir jetzt gerade? 85. Okay, man kann gar nichts davon reinmachen. Okay, dann hat es das erledigt. Also wirklich nur Sachen, die man hier bei dem guten Kollegen hier herstellen kann. Beim Rüstungsschmied, bei der Jagdhütte. Mhm. Wir hatten ja bei den Banditen in der vorletzten Folge, war das glaube ich, einen besseren Yari gefunden. So ein Stahl... Yari, den haben wir im anderen Dorf in dem Waffenlager da abgelegt. Den kann man scheinbar noch nicht craften. Okay, das ist interessant. Was ist, wenn wir unser Zeug da rausholen und das da einlagern? Ja gut, das verbraucht sich ja aber trotzdem dann jede Jahreszeit, ne? Das ist ja der Verbrauch von der Jahreszeit. Ja, komm, wir lassen das erstmal da drin liegen. Erst wenn es wirklich nötig ist, dann machen wir das. So, dann lagern wir erstmal unser ganzes Zeug ein, was wir jetzt hier überall mit uns schleppen. So wie den Tee, Öl. Den anderen Stuff auch. Alles wieder zurücklegen. So, den Hammer wollen wir ja selber behalten. Den gekochten Reis behalte ich, glaube ich, für mich.
Muss ja auch was essen. Ja, und den Rest machen wir da rein. So, und das kommt da rein. So, jetzt wollten wir ja mal gucken. Nee, warte. Welches Werkzeug war das? War das mit der Hake? Hiermit, okay. Bäume pflanzen. Nadelbaum. Ja, Nadelbaum ist wichtiger. Okay, wir brauchen 10 Stöcke dafür. Für einen Baum. Wie viele Stöcke haben wir? Stöcke können wir mal einfach alle rausnehmen, die wir jetzt hier drin haben. 14 Stück, super. Echt super. Dann sammle ich jetzt hier die ganzen Sträucher. Ich missbrauche die jetzt, sage ich mal, dafür, um daraus meine Bäume herzustellen. Also, muss ja gemacht werden. Und wir machen es hier ein bisschen ordentlich, sage ich mal. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt alles Sträucher sind, wo Bäume rauskommen. Oder... Ja, keine Ahnung. Wäre interessant für mich zu wissen. Strauch? Ich glaube... Ja, kleiner Strauch. Keine Ahnung. Also ich muss mir mal irgendwo einen Baum setzen und muss den mal eigentlich mal die ganze Zeit beobachten, wie der sich von Jahreszeit zu Jahreszeit verändert. So, Steine können wir auch sammeln. Wollten wir auch eben machen. Hä? Ich will... Den Stamm habe ich da einfach liegen lassen. Anscheinend schon ziemlich lange. Aber cool, dass der da bleibt. Das ist echt nice, dass das ganze Zeug nicht irgendwann despawnt, sondern es bleibt wirklich die ganze Zeit da liegen, bis man es sich mitnimmt. Cool. So, 74. Haben wir hier noch? Ja, komm, die paar Steine können wir mitnehmen. Ich will ja eh einen Zaun um mein Dorf ziehen. Ich hatte gerade die Überlegung, ob ich nicht eventuell die Bäume so am Rand von meinem Dorf platziere, aber das gehört ja auch noch eigentlich theoretisch zu meinem Dorf hier. Warte. Irgendwas bauen jetzt einfach. Ja, das gehört alles noch zu meinem Dorf. Ich würde einfach sagen, ich platziere jetzt hier, wo man eh kaum was machen kann, großartig, platziere ich jetzt einfach hier die Bäume. Also ich lasse jetzt hier überall wachsen. Komm, wir sammeln jetzt nochmal ein paar Stöcke hier auf, damit wir 8 Bäume pflanzen können. Von den großen. So, Bäume. Das sind, denke ich mal, die großen, ja. So, einer. Warum kann ich ihn hier nicht platzieren? Hallo? Wieso geht das nicht? 2, 3. Weil hier vielleicht schon andere Bäume wachsen oder was? Ich denke mal zumindest, dass es damit was zu tun hat. 4, 5, 6. Na. Hey. Ich will Bäume platzieren. Warum kann ich das nicht platzieren, wenn ich das möchte? Wie viel können wir denn noch? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel Zeug wir noch haben. Ah, siehst du, einen können wir noch sogar. Ah, hier war es doch gerade. Wo? Da, hier. So, mehr haben wir nicht. Ja, dann lassen wir die jetzt erstmal wachsen. Müssen wir ja eh. Was willst du denn großartig machen? So, dann... Ich will den Stein hier. Was kann ich noch machen? Landwirtschaft kann ich ja eh nichts machen. Ich
Irgendwas wollte ich doch craften noch. Nur was ist die Frage. Jo, Mahlzeit, Alter. Weil wenn ich das alles hochmache, ändert das gar nichts an der Effizienz. Also kaum. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall um Mahlzeit kümmern. Ich würde sagen, da wir jetzt ein paar Pfeile uns hergestellt haben, gehen wir nochmal jagen, hä? Müssen wir ja. Wir gehen da oben einfach Hirsche jagen. Damit was Schönes auf den Tisch kommt zu Weihnachten. Wenn die ganze Familie da ist. Und wir können auf jeden Fall hier als Stuff sammeln. Weil das brauchen wir ja alles. Wir haben jetzt so viel Zeug hergestellt. Und aus unseren eigenen Materialien sozusagen geplündert. So. In den Fallen ist nichts mehr drin, ne? Ja. Die sind leer. Ja, Stöcke kriegen wir auf jeden Fall jetzt genug zusammen. So, so. Boah, so, das blendet gerade so hart in meinen Augen, dass ich die Steine, die man aufheben kann, kaum noch erkenne. Ah, jetzt habe ich den Kollegen verjagt. Habe ich ihn getroffen? Das wäre lustig, wenn ich den getroffen habe. Mal gucken gehen. So, der lahmt jetzt. Oh. Dann gehen wir mit unserem Katana mal auf den guten Kollegen zu. Ja. Hä? Hey, was war das denn? Habt ihr das gesehen? So, Pfeil her. Du wirst jetzt erstmal geskinnt. So, jetzt sind die anderen zwei aber abgehauen. Okay, ich höre da unten welche. Wo sind die? Wieder gerade gehört. Hört sich angehört, als ob die hier hinten irgendwo sind. So, das können wir auch alles mitnehmen. Wir brauchen's. Ja, wobei Füchse sind hier auch. Okay, hier sind sie alle. Was ist denn das für ein Feld? Das ist bestimmt Gras, was wächst oder so. Boah, man erkennt einfach die Flugbahn von dem Pfeil kaum. Ah, der war daneben, egal. So, den Kollegen nehmen wir uns auch gleich zur Brust. Da haben wir zwei Stück hier. Oh, wo ist der andere hin? Bleib stehen! Halt! Polizei! Nein, ich habe keine Ausdauer. Ah, bitte lauf hier nicht so rum, wo ich mich gleich eventuell umbringe. So. Kriege ich meinen Pfeil hier noch raus? Ja, geil. So, das haben wir auch. Ja, wenn wir schon hier sind, wie gesagt, immer gleich alles aufheben. So, wo ist der andere Kollege? Ah, da liegt er doch. Sollen wir uns den auch gleich schnappen?
Hey! Oh, ich verschieße hier alle meine Pfeile, ey. Ja, egal, der kommt, der ist jetzt zu weit weg. Also, was heißt zu weit? Dass ich den nicht sicher treffen könnte. So, jetzt. Komm her. Boah, hier ist so viel Zeug, ne? Stöcke und Steine. Boah, das war echt brutal. So, den häuten wir jetzt und den anderen da oben auch noch. Und dann können wir jetzt hier erstmal vielleicht noch ein bisschen Zeug sammeln. Der Arme, der liegt da. Das Fleisch ist schon komplett kalt. Oh, 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 ganze Familie. Ah, wir haben noch genug Platz. Kriege ich den so erwischt? Nee. Aber man sieht es einfach nicht, ne? Ich will den mit dem Pfeil erlegen. Habe ich ihn getroffen? Der war nix. Ach komm. Bevor ich jetzt hier meine Pfeile verbrate. Bleib stehen! Halt, stopp! Noch in die falsche Richtung. Die fallen immer in die falsche Richtung, ne? Dass ich da mein Zeug nicht mehr rauskrieg. Sausäcke, das meine ich auch mit Absicht. Füchse. Ja, aber Füchse sind für mich zu kleine Ziele jetzt. Oh, ich glaube, das ist auch gefährlich hier, wo ich gerade langlaufe. Schnell wieder hoch. Da ist ein Fuchs. Soll ich es probieren? Ja, klar. Das ist er. Natürlich jetzt. Angefangen hat sich zu bewegen, wo ich auf ihn gezielt habe. Okay. Ach, da ist er. Ja. Er bewegt sich halt. Das ist vor allem jetzt im Winter, wo man die Flugkurve vom Bogen nicht richtig sieht. Das ist eigentlich eine blöde Idee. So, da haben wir noch ein paar Hirsche. Hier haben wir noch ein paar Füchse. Ja, hau ruhig ab. Okay, so. Aber ich denke mal, das reicht erstmal. Gehen wir gleich erstmal wieder zurück. Wir verarbeiten das ganze Zeug jetzt hier gleich erstmal. Also unser Fleisch braten wir, damit die das auch essen können. Ja, das sollte eigentlich schicken jetzt. Auch die gekochten Eier, ne? Müsste ich eigentlich mal, weil ich habe, glaube ich, niemanden dazu aufgefordert, dass er Eier kocht. Dementsprechend könnte das sein, dass die ganzen Eier vergammeln. Auch wenn wir schon hier sind, können wir kurz mal gucken, was wir hier eigentlich für eine Opfergabe denen bringen müssen. So, Schwert weg. Gelbe Dingsbums, okay. Habe ich nicht. Ich würde aber gerne diesen Stein hier mitnehmen. Weil den brauche ich ja. Um mir selber so ein Ding zu... in mein Dorf zu stellen. Aber das geht ja leider noch nicht. Was ist denn das da? Moment. Oh.
So, also diese Steinstatuen Formation. Aber sie, warum die jetzt hier mittendrin stehen? Gute Frage. Ach ja, die haben wir schon das ein oder andere Mal gesehen, stimmt. Ja, hier ist ja die Stelle, wo wir gestrandet sind. Und hier war ja dieser Bogen, wo wir durchgelaufen sind. Okay, okay. So, jetzt müssen wir aber hier wieder heile runterkommen. Ich glaube, das wird nichts mit heile runterkommen. Hat er sich nochmal gesaved? So, hier war, glaube ich, aber auch nichts mehr, ne? Hier haben wir schon mehrmals geschaut. Das ist aber cool, wie grün, bläulich das Wasser im Winter auch noch hier aussieht. Also eigentlich ist es nicht realistisch, aber es sieht auf jeden Fall irgendwie nice aus, als ob irgendwie in so einem tropischen Gebiet einfach so der Winter ausgebrochen ist, urplötzlich. So, und sammeln wir hier gleich alles mal auf. Wenn wir schon hier sind. Oh, so viele Steine, ne? Das ist krass. Naja, aber im Endeffekt sind es gar nicht so viele Steine, wenn man das jetzt mal genauer betrachtet. Haben jetzt gerade mal 100 Steine. Ist jetzt nicht so viel, ne? Heiliger Ort. Aber man kann doch da gar nichts machen. Das ist ja das Merkwürdige. Warum gibt es das schon hier, wenn man hier noch gar nichts machen kann? Dann ist da für mich aber nichts heilig, wenn man hier noch einfach nur blöd hinlaufen kann, aber es gar keinen Sinn und Zweck hat. Soll man sich hier vielleicht hinknien? Aber... Ich weiß ja nicht. Davon haben wir paar Stück schon gefunden, auch auf dieser einen Insel da hinten gibt es ja auch so einen heiligen Ort. Aber hat halt noch keinen Sinn und Zweck für uns. Aber das soll ja jetzt kommen mit der nächsten Roadmap-Phase. Vielleicht wird das direkt als nächstes... Ach, keine Ahnung. Ich mutmaße so viel. Aber wir sind ja halt immer noch im Early Access und die Entwickler... Die machen schon ihre Arbeit ganz gut. Lassen wir die mal machen und lassen uns überraschen. Womit die uns überraschen, ne? Weil gegenseitig überraschen ist immer schön. Ja, wobei wir überraschen die jetzt eigentlich nicht so wirklich. Gobo, komm, die können wir auch gleich mitnehmen. Die können wir ja auch verarbeiten. So, hier war doch irgendwo noch einer am Weg. Ach komm, wir nehmen die Steine jetzt hier auch noch mit. Ist ja fast wie an Ostern hier, dass man Sachen sucht. Eiersuche ist das, nur diesmal mit Stein und Stock. Stein und Stocksuche ist das hier, genau. Er sitzt da gemütlich an seinem Feuer. Okay. Ich denke, das schickt erstmal. Wollen wir jetzt erstmal gucken, wie unser Fleisch hier verbraten. Ja, 36 Stück. Das brate ich jetzt erstmal, um das den ja ins Lager zu legen, ins Essenslager. Und dann schaue ich mal, wie viel die 36 Fleisch gebracht haben. Bei Nahrung. Ich verarbeite jetzt einfach alles, auch die Eier. Gobo. Alles gleich verarbeiten. Damit das weg ist. Und die das nicht für uns verarbeiten müssen, weil muss ja für jedes Gericht gefühlt immer jemanden abstellen. Also ich müsste mehrere
ja, so solche Fleischplätze hier machen. Fleischplätze, Grillplätze. So, gekochte Eier. Oder kann ich hier irgendwie was anderes noch machen? Fleischmahlzeiten. Ja, Fleisch habe ich jetzt alles weggebraten. Das ist natürlich klasse. Man kann ja aber auch kein vorgekochtes Fleisch schon nehmen dafür, ne? Also man kann hier nichts von machen. Raps. Ach, Raps. Können wir das jetzt schon selber anbauen? Habe ich dafür schon dieses Zeug, die Samen? Weiß ich jetzt gar nicht. Na egal, komm, dann verarbeiten wir halt das alles einzeln nochmal. Aber ich denke mal, es bringt auf jeden Fall mehr Nahrung, wenn man die Gerichte direkt zu einem besseren, ja, Gericht verarbeitet, als einfach nur roh zu kochen und dann gekochtes Ei, Fisch, Steak, was auch immer zu haben. Da muss ich mir mal auch anschauen, mich damit mal ein bisschen auseinandersetzen, wie sich die Stats da verändern. So, und jetzt noch die Gobos hier kochen. Dann schmeißen wir das denen alles hin. Habe ich selber eigentlich noch Essen? Oh, Fleisch habe ich noch genug, ja. So. Dann gehen wir mal zur Nahrungskammer. Und schauen mal. So, aktuell ist Nahrung bei 1641. So, 10 Stück reingemacht. 1641, 1741. Also 10. Also ein Fleisch, eingebratenes Fleisch bringt 10. Das ist gut. So. Fett können wir noch reinschmeißen. Ja, das ist okay so. So, was haben wir jetzt? 2500. Ja, dann können wir die Zufriedenheit sogar einmal pushen damit. Das ist gut. Ich glaube, wenn man die also versucht, die zufrieden zu stellen, und man aber vornherein schon im Minus war, und dann mit der nächsten Jahreszeit im Plus ist, wenn man auf grün stellt, denke ich mal, heißt das so viel wie, also dass die Effizienz dann deutlich besser ist, als wenn man so oder so in den roten Zahlen ist. Wenn ich das richtig verstehe. Die Farben heißen ja im Prinzip eigentlich auch nur, ja, egal, komm, machen wir minus 1800. Ich denke mal, wenn die Zahl grün ist, dann heißt das, dass wir mit der Eigenproduktion von unseren Mitarbeitern damit selber zurechtkommen und dass wir da nicht nachhelfen müssen. Und bei den roten Zahlen heißt das wohl so viel wie, wir müssen dann nachhelfen. Aber okay. So, heizen. Haben wir hier irgendwo noch Bäume, die wir fällen können? Ja, hier hinten fällen wir mal ein paar Bäume. Müssen wir auch schon bald wieder eine neue Axt machen. Ich denke mal, wenn wir jetzt die paar Bäume hier gefällt haben, wird's Zeit. Machen wir aus den Bäumen jetzt hier ein bisschen Brennholz. Ist da jemand, den wir uns holen? Ja, da ist jemand, den wir uns holen können. Fein. Dann holen wir dich erstmal ab hier. Gute Dame. Ich sehe doch schon, dass du eine Dame bist. So. Inume heißt die Gute. So, wir können nur noch einen einzigen Bewohner aufnehmen. Wo setzen wir die Gute erstmal ein? Toshiba ist voll, ne? Dann Fujitsu halt. So, zu Hause zuweisen. Ja, wobei in Toshiba ist auch noch ein Platz frei. Aber das, nee, komm. In Fujitsu kannst du dich einhausen. So.
Arbeitsplatz zuweisen. Du könntest kochen. Was kannst du denn Gutes kochen? Fleisch. Sorry. Ja. Du stellst ausschließlich nur Fleisch her. Damit wir da auf jeden Fall ins Grüne kommen. Das heißt, 40 Fleisch brauchen wir da immer. Okay. Gut. Komm, dann können wir auch gleich den Baum hier fällen, wenn wir schon hier sind. Ah. Hey. So, da oben ist noch einer. Können wir in ihre Tasche gucken? Okay, sie hat keine Tasche dabei. Schade. Schade. Aber gut. Das können wir auch gleich hier alles mitnehmen, ne? Wenn wir schon wieder hier rumtouren. Dann machen wir das auch gleich. Wenigstens mit 100 Stöcken nach Hause gehen, das wäre schon mal ein kleiner Anfang. So, und hier liegt ja auch einigermaßen Rinde rum. Das können wir auch gebrauchen, weil warum ich hier rüber wollte, war ja, dass ich mir Brennholz herstelle. Ich glaube, das kann man auch aus Rinde machen, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Zur Not halt dann aus den Baumstämmen, die wir jetzt hier abholzen gleich. Okay, so. Ach, da ist noch einer. Cool. Okay, ein Schwein. Ob du blödes Schwein? Oder ist das ein Händler? Wir werden doch jetzt nicht angegriffen, oder? Nee, gut. Okay, mit dem können wir anscheinend nichts machen. Okay, der hat nichts zu erzählen, schade. Also können wir den auch nicht für uns gewinnen, also noch nicht zumindest. Naja, okay. So, wir sind ja eigentlich hergekommen wegen Baumfällen. Dann sollen wir das auch machen. Beziehungsweise fällen wir jetzt so viele Bäume, bis Inventar voll ist oder die Axt im Eimer ist. Eins von beiden, aber ich glaube, das Inventar wird eher voll. Da ist ja schon halb voll das Ding. No, Rinde. Hier ist ganz schön viel Rinde gerade, sehe ich gerade. Aber man braucht es ja. Auch wenn es teilweise blöd im Lager rumliegt, man braucht es trotzdem. Früher oder später. Und haben, wie schon oft gesagt, ist besser als brauchen. Ja, Inventar ist voll. Okay. Dann gucken wir, dass wir jetzt hier Steine und Stöcke voll machen. Steine können wir noch 6 mitnehmen und Stöcker können wir noch ein paar mehr mitnehmen. Dann schöpfen wir wenigstens unser Inventar komplett aus. Hat sich auch wenigstens gelohnt, so viel Stuff hier zu sammeln. Okay, können wir das ja auch noch mitnehmen? Können wir tatsächlich sogar, ja. Ey, wann hört denn das hier auf? Hört einfach gar nicht auf, ne? Ah, jetzt. Okay, Steine sind mal voll. Rinde könnten wir aber noch mitnehmen.
Stöcke. Ja, glaube ich. So, jetzt sind wir voll, ne? Nee, Stöcke können wir auch noch. Ach, ja klar, Stöcke kann man ja 50 nehmen. Ich vergaß. Dann nehmen wir die restlichen Stöcke und Rinde mit. Okay, für Rinde ist auch kein Platz mehr, also nur noch Stöcke. Die haben aber auch jetzt so jeden Augenblick fertig, voll. Noch 4 Stück. Komm, 4 Stöcke kannst du mir doch jetzt aber geben, oder? Ja, die finde ich bestimmt bei mir hier drüben irgendwo. Lass mich gucken. Was ist denn das ja eigentlich, was da wächst? Sieht irgendwie merkwürdig aus. Ach, das ist dieses Gras, hohe Gras. So, da liegen unsere letzten Stöcker hier. Und voll. Ja. Jetzt sind wir im Inventar komplett ausgeschöpft. Fein. So habe ich mir das gewünscht. Okay, so. Alles einlagern. Gut, dann Steine. Transaktion abgelehnt. Okay. Ja, bestimmt, weil ich da einmal ins leere Feld aus Versehen geklickt habe. Ah, ich habe noch mal Eier gefunden. Und ein Pfeil? Hä? Ach, das sind meine eigenen, die ich verschossen hatte. Okay. Gut, dann lass uns zurückgehen in unser anderes Dorf nach Fujitsu. Da holen wir aus der Rüstungskammer die Sachen raus, die ich da eingelagert habe. Ach, okay, die haben die selber schon verbraucht. Also das ist 1:1 das gleiche Lager. Oh toll, dann haben die ja meinen teuren, wertvollen Yari verbraucht. Die Sausäcke. Aber egal. So, ist hier auch noch ein Platz für mich zum Schlafen? Irgendwo vielleicht. Kann ich mir einfach dazulegen? Kann ich. Ich habe mich jetzt einfach zu ihr gelegt. Ich glaube, jetzt müsste der Winter... Ne, Winter ist noch nicht vorbei. Ich glaube aber, nach diesem Tag hier ist der Winter vorbei. Müsste eigentlich... Das Feld hier kann ich doch auch abreißen, oder? Das brauchen wir doch nicht. Genau. Ja, ich würde aber sagen, das war's dann für diese Folge. Die nächste Aufnahmesession, denke ich mal, werde ich entweder kurz bevor diese Folge hier ausgestrahlt wird, aufnehmen. Oder spätestens, wenn ein neues Update rauskommt. Ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, wann ein neues Update rauskommt. Da sind die Entwickler ja nicht ganz so kommunikativ, sage ich mal. Die teasern das zwar eine Woche vorher meistens an, aber viel weiter vorher auch nicht. Und dann sitzt man manchmal im, ja, im Regen, sage ich mal. Wenn man dann mal nur 3 Wochen oder 2 Wochen warten muss auf ein Update, manchmal aber auch dann einen Monat lang. Dementsprechend sehen wir uns aber trotzdem einfach für euch in der nächsten Folge. Falls euch das gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen und euch in Zukunft gerne begrüßen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, schöne Weihnachtsfeiertage und macht's gut, haut rein und ciao!